So, und willkommen zurück zu Edna bricht aus in der 28. Folge. Und jetzt habe ich immer auf Spieletipps die Lösung offen. Das andere war, weiß ich gerade nicht mehr. Ich habe einfach nur gegoogelt und auf das erstbeste Ergebnis geklickt. Denn da steht jetzt auch, wir müssen als nächstes die Speiseplan umstellen. Also mal gucken, ob jetzt direkt runterkommen. Aber ich glaube, das ist derselbe Plan wie gerade eben. So, mal gucken. Geh in die Küche bitte. Danke, Edna. So ein Speiseplan. Also. Dem Professor das Hähnchen. Peter das Mokka. Adrian die Klöße. Ja, ist doch richtig. Kartoffeln, Bienenmann, Arian die Klöße. Ja. Die Zwillinge den Brei, Peter das Mokka. Und Professor Nock halt eben. Dingens. Oder jetzt müssen wir nochmal mit Moti und Moti reden, damit das geht. Psala, ich hab aus dem Spiel gekippt. Aber ansonsten wäre das echt komisch. Die gute Alte. Ja, Edna. Reden wir mit Moti und Moti. Psst. Was gibt's zu essen? Was gibt's zu essen? Heute ist Wünsch-dir-was-Tag. Jeder bekommt das, was er möchte. Oder zumindest das, was unter seinem Namen eingetragen wurde. Die Liste hing seit einer Woche aus. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass damit einige Scherze getrieben wurden. Immerhin ist dies ein Irrenhaus. Ach, oder aber, ich musste halt mit denen sprechen. Ich damit, ich glaube, das ist Routine, damit der eine sich bückt. So, jetzt stechen wir den Bienenmann. Bevor ich anfange für Unruhe. Gabelfuß. Mein Spiel ist kaputt. Moti, hier unten. Ich habe einen Generalschlüssel und werde fliehen. Kommt ihr mit? Klar. Unter zwei Bedingungen. Erstens kommen wir nur mit, wenn du einen Fluchtplan ausgearbeitet hast. Zweitens musst du irgendwie die Wachen ablenken. Fluchtplan ausarbeiten, Wachen ablenken. Alles klar. Ich verkriege... Okay, ich habe da eine Information, die ich wahrscheinlich auch bei der anderen helfe... übersehen habe, entdeckt. Also darauf wäre ich wahrscheinlich auch niemals gekommen. Oder vielleicht nach Jahren. Ich kann mit dem Bügel die Autotür aufmachen. Sowas lernt man aus dem Fernsehen und aus Computerspielen. Ja, jetzt schon. Nur meine Erinnerung daran war kaputt. So, und jetzt kann man nämlich die Tür aufmachen. Ich kann nicht fahren. Ich sollte mir Hilfe holen. So. Jetzt haben wir die Autotür. Das soll es jetzt gewesen sein. Okay. Entweder war das nicht da drauf. Oder, also nicht in der Hilfe eingetragen. Oder aber ich habe es einfach nur überlesen, dass wir jetzt nochmal zum Schlüsselmeister müssen. Also nein, dass wir jetzt nochmal zum Schlüsselmeister müssen, ist ja eigentlich logisch. Aber ich glaube, das stand echt nicht in der Einlösung bei. Naja, ist ja rein theoretisch egal. Auch wenn ich jetzt ein bisschen cheate. Ich möchte ja nur weiterkommen. Ich möchte ja nicht noch 10.000 Folgen machen. Ich habe einen Lieferwagen gefunden. Ich habe einen Lieferwagen gefunden. Hast du das? Gut. Meine Hoffnungen in dich waren also nicht vollends vergeudet. Er steht in der Garage im Fuhrpark. Geh schon mal vor. Wir treffen uns dort. Okay. Wir müssen natürlich jetzt vorgehen, damit wir nochmal nach oben gehen und das Kaugummi spucken, denn der Wachmann, der Schlüsselmeister macht das ja nicht.
Der ist zu fein dafür, mal eben eine Treppe hochzulaufen, um sich dann einen Kaugummi zu nehmen und ihn dann damit zu benutzen. Jeder! Was? So. Nun können wir wieder runter. Und jetzt müsste das auch mit dem Speiseplan gleich klappen, aber ich gehe erstmal raus zum Schlüsselmeister. Falls da nicht doch noch vielleicht irgendwas fehlt. So. Es tut mir leid, dass ich in die Lösungen gucke, aber ich sitze da jetzt schon, ich glaube, 5 oder 6 Folgen dran und das finde ich leicht blöd, wenn man da wirklich lange dran sitzt. Ja, das ist ja quasi ein und dieselbe Stelle hier, der ganze Bereich. Ich geb da. Nein, nicht benutzen, nehmen. Und eines ich reicht. Möchte halt eben vermeiden, hallo? Ach, hab ich schon einen. Nö. Eines reicht vollkommen. Edna, du hast dein Kaugummi weggeschmissen. Ich weiß nicht, wieso du jetzt noch eins hast. Obwohl du keins mehr hast. Ich speichere mal lieber und hoffe, dass das nicht essentiell wichtig ist. Essentiell war doch das Wort. Ja, ich glaube, essentiell war das Wort. Ne, dann erst zum Schlüsselmeister. Der wartet jetzt hier hinten auf uns. Und Garage. Ah. Da bist du ja schon. Ja, da bin ich. Einen tollen Schlitten hast du hier gekapert. Nicht nur, dass ein Hinterrad fehlt, der Motor springt nicht an. Ich glaube, es ist die Elektrik. Aber ich bin kein Fachmann. Und jetzt? Tja. Tja. Reifen? Nein, Reifen mit Schlüsselmeister. Ich sagte Reifen mit Schlüsselmeister. Ich habe einen Ersatzreifen besorgt. Sehr gut, Igor. Dann brauchen wir jetzt nur noch einen Wagenheber. Wieso hat er mich Igor genannt? Wer kriegt denn jetzt einen Wagenheber? Hallo? Ja, egal. Vielleicht können wir jetzt erstmal die Essensschlacht anzetteln. Wobei, nee, ich hole erstmal den Aluman runter. Also, nein. Ich schicke den Aluman jetzt zum Auto. Sagen wir es so. Das klingt, glaube ich, etwas besser. Soll ich die Stelle vielleicht muten? Ach Quatsch, ich lasse es so. Ich bin halt derp, kaputt, derp. Was war da im Raum, wo der Aluman sitzt? So, zur Tür. Hallo, Alu. Hallo, Alu. Immer noch. Wir haben ein Fluchtfahrzeug, aber wir brauchen deine Hilfe. Ja, der Alu-Mann rettet wieder mal den Tag. Wie kann ich behilflich sein? Der Motor springt nicht an. Es ist die Zündung. Und da du dich doch mit Elektrizität auskennst, dachte ich... Schon gut, schon gut. Wo sagtest du, steht euer Wagen? In der offenen Garage im Fuhrpark an der Hintertür. Okido. Dann werde ich mir die Sache mal angucken. Okay. Jetzt hat er einen schönen Abdruck auf dem Fernseher hinterlassen. Und... So, ich weiß nicht, was gerade los war. Beziehungsweise doch, wahrscheinlich schon. Man darf nicht rechts unten bei Windows 7 oder Windows 8 auf dieses alle Menü machen, dann bricht die Aufnahme ab. Ich bin froh, dass die Aufnahme überhaupt lief. Denn ich glaube, ich habe einen neuen Speicher dran gemacht, Karriere. Aber der war nicht so neu. Nicht so alt. Ach, ich ignoriert mich. So, jetzt, ich habe nämlich den Screenshot mal eben gespeichert. Von den Fingerabdrücken. Da ich mir nicht merken will, wo die sind. Weil das habe ich jetzt nicht in der Lösung nachgeschlagen, das weiß ich einfach nur so, dass ich das machen muss. Ist der Aluman dort? Hey, Alu. Ah, Edna, wie schön, dich zu sehen. Was ist, warum bist du nicht beim Auto? Ich war kurz da und habe mir die Sache angesehen. Die Batterie ist hinüber.
Und du kannst gar nichts machen? Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube, ich bin in der Lage, die Batterie wieder aufzuladen. Super! Was genau hast du vor? Ich werde sie mit positiver Energie auftanken. Ach so. Positive Energie also. Naja. Du musst Zuversicht haben, Edna. Wie soll ich ohne Zuversicht die nötige positive Energie ansammeln? Gibt es denn keinen anderen Weg? Positive Energie oder hierbleiben. Okay. Wir wollen los. Hopp, hopp. Wir wollen los. Hopp. Immer mit der Ruhe, Kind. Ich habe gehört, in der Garage gibt es gratis Kie. Kieche? Ich habe gehört, in der Garage gibt es gratis Kiesch. Netter Versuch. Aber ich ernähre mich ausschließlich von kosmischer Energie. Und um den Motor wieder zum Laufen zu bringen, brauche ich da eine ganze Kelle von... Ich habe eine Vision. Ich sehe dich und mich zum Auto gehen. Ich habe eine Vision. Ich sehe dich und mich zum Auto gehen. Es ist die Zukunft, die du siehst. Schönes Plätzchen hast du dir ausgesucht. Schönes Plätzchen hast du dir da ausgesucht. Ja. Es gibt keinen besseren Ort, um zu meditieren. Warum nicht? Der Zen-Garten versorgt mich mit kosmischer Energie. Aber heute klappt es nicht so gut. Die Steine schwingen nicht im Einklang mit mir. Kann ich irgendwie helfen? Wenn du es schaffst, dass die Steine mit mir im Einklang schwingen, dann kann ich mich auf jeden Fall schneller mit positivem Qi aufladen. Was auch immer das heißt. Ich hoffe nur, ich habe ja vorhin auch schon mal aus dem Spring rausgeklickt. Ich hoffe nur, dass die Aufnahme da nicht beendet ist, denn wenn schon, ja, müsste ich das von einem etwas ganz älteren Spielstand nochmal neu machen. Schönes Plätzchen. Okay, ich gehe dann schon mal. Und dann müssen wir jetzt nämlich den Zen-Garten umhacken, denn so ist anscheinend kaputt. Das scheint mir noch nicht. Das scheint mir noch. Hallo? Ach, musste ich den Monitor noch richtig angucken? Finde ich jetzt aber blöd. Jetzt ist bestimmt der Wachmann wieder da. Das ist doch doof. Wer denkt sich denn sowas aus? In 2 Minuten oder so? Ich weiß es nicht, da ich auch das Video jetzt auch beendet habe. Weil ich hätte einfach nur Pause machen müssen. Egal. Oh oh. Nehme ich nur 3 Minuten auf und dann passt das schon. Geht zu Gang. Geht zur Treppe. Ah, lange sind wir nicht mehr in der Anstalt, aber das dauert noch ein kleines bisschen, in der nächsten Folge vielleicht. Jetzt müssen wir uns doch den Monitor was angucken. Raus, geht so raus. Ansehen, benutzen. Jetzt den Fernseher so ansehen. Nein. Reden. Oh, benutzen. Nehmen. Ich würde ihn ja nehmen, aber ich will nicht, dass die ganzen Talkshows in meine Tasche sitzen. Okay, wie du meinst. Na gut. Dann wollen wir die Folge beenden und in der nächsten Folge versuchen wir dann den Zen-Garten wieder herzurichten. Bis bald!